Hallo, liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch meinen letzten Neuerwerb kurz mal zeigen. Linux-Begeisterung hat man schon gesehen. Hier ist es. Ein kleines Notebook, was mir hoffentlich über kurz oder lang meine Windows-Rechner oder meinen Windows-Rechner ersetzen wird. Es ist klein. Hier, meine Hand mal drüber. Und es ist nebenbei auch noch recht schön. Aluminiumhaut. Und auch hier außen, unterer Bereich, Aluminiumhaut. So, weil ich ein alter Beatles-Fan bin. Und aus keinem anderen Grunde ist da ein Beatles-Aufkleber drauf. Dazu kurz bemerkt, eine Firma Apple, hier am Plattenlabel zu sehen, die gab es schon viel, viel früher. Ja. Und die hatte nur mit Musik zu tun und war ganz eng mit den vier Jungs aus Liverpool verbunden. Aber gehört jetzt hier nicht ins Video, aber ich bin Beatles-Fan und darum ist da ein Apfel drauf. Den könnte man noch zum Leuchten bringen. Das ist eine tolle Idee. Mensch, da ist auch noch kein anderer drauf gekommen. Ne? Wie heißt der Kleine? Na, wo ist er denn? Da. Na, Kamera mach scharf. Link plus P4. Und keine Aufkleber hier irgendwo nochmal drauf mit Windows, mit Prozessor, mit irgendwelchen Klamotten, die ich eh nicht benutze, brauche und haben will. Einfach glattes, schönes Gehäuse. Ausgestattet mit einem Intel Core i3 Prozessor, etwas älterer Generation, kann man hier in den Systeminformationen abrufen mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB, na, mal aufmachen, SATA SSD. Festplatte, ne, wollen wir mal starten. Ja, Platz genug. Wie gesagt, ich werde mich über kurz oder lang wirklich von Windows trennen wollen. Was mache ich denn überhaupt noch mit dem Computer? Das meiste hier zu Hause wird mit dem Tablet gemacht oder mit dem Smartphone. Die Videos mache ich mit dem MacBook. Und einmal im Jahr kommt der Rechner, der Windows-Rechner raus für Steuern. Platten sortieren mache ich damit auch nicht mehr. Das mache ich mit dem Tablet. Aber wenn ich doch mal irgendwie für eine Excel-Tabelle brauche oder einen Brief schreibe oder sonst was, dafür brauche ich kein Windows mehr. Das kann ich alles hier mitmachen. Das Einzige, was ein bisschen beschränkt ist, beziehungsweise was ich noch rausfinden muss, sind die Programme, die jetzt mit der Musik zu tun haben. Da ein Äquivalent hier für Linux Mint zu finden. Ja, das ist die Aufgabe für die Zukunft. Ja, Passwort eingeben, ist ja geheim. Und das kleine Teil fährt hoch. So, das geht auch relativ flott und schnell. Ich habe nämlich auch noch einen zweiten Grundgedanken dabei gehabt. So, jetzt wieder ein Passwort rein. Ich habe das erste Programm, was hier automatisch startet, ist ein VPN-Programm, dass man nicht sofort erkennt, dass ich mich hier im Westen von Deutschland befinde. Und wie man hier recht schön sehen kann, auch Linux Mint fährt zwischendurch Updates. Und was auch unheimlich ehrlich ist, na, geht also doch relativ flott.
Er sagt dann zwischendurch, nicht dies wird nur einige Augenblicke dauern, sondern das kann einige Zeit dauern. Was mich wieder für dieses System unheimlich einnimmt. So. So, ja, was ich ihm auch noch gegönnt habe. Also, das Ding wird so zum Ausprobieren sein und immer mal gucken, welche Windows-Anwendungen kann ich denn da ersetzen und auf Linux benutzen. Ich habe, das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, mir hier, hat ungefähr genauso viel gekostet wie das Teil selbst, eine relativ große SSD gekauft und da eingebaut. Das war recht einfach. Wenn man mal davon absieht, nachdem ich die Schrauben alle rausgemacht hatte und den Deckel abnehmen wollte, ja, das ging also nicht, weil ich habe nicht bedacht, dass hier unter dieser Gummileiste sich noch ein paar Schrauben verstecken. Der Fehler liegt dann im Detail. Hinten den Deckel abschrauben. Hier habe ich die alte noch. Alte rausziehen, neue reinstecken, mit dem USB-Stick an der Seite neues Linux Mint drauf installieren und fertig. Und hier noch schnell ein paar Bilderchen, als ich die SSD ausgewechselt habe. Schnell mal drüber gucken. Es geht weiter. Dieser Rechner wird auch noch ein Sicherheitskopie-Backup-Rechner sein. Also, wenn mir der Windows-Rechner mal abschmiert oder eine andere Sicherheitskopie, habe ich also alle meine alten Dateien hier nochmal drin. Auch Sicherheit ist eine ganz wichtige Sache. Die Festplatte hier, wie man das macht, habe ich in einem anderen Video gezeigt, ist verschlüsselt. Das heißt, wenn ich das Gerätchen mal in der Uni liegen lasse, naja, dann klaut jemand nicht allzu großen Wert. Und die Daten sind so weit verschlüsselt, dass er damit nichts anfangen kann. Finde ich doch auch schon mal ganz gut. Wenn ich Gamer Notebook oder ein Mac irgendwo liegen lasse, das wird mir sehr viel mehr wehtun. Ja, damit wären wir im Ganzen und Ganzen schon. Was habe ich noch dazu gekauft, außer jetzt hier der Platte? Ich musste die Daten irgendwie da drauf kriegen. Und übers WLAN ist das Ganze schneckenmäßig langsam. Da habe ich mir hier noch, habe ich jetzt schon mal anders wieder verstaut, einen USB 3.0 auf Netzwerkanschluss gekauft. Kann man hier an der Seite ranstecken, da oder da. Und dann über Netzwerk verbinden mit dem Router und mit einem anderen Rechner oder einer Festplatte. Die Daten dann da drauf spielen. Das hat auch jetzt ein paar Stunden gedauert, bis dann die 2 Terabyte, knapp 2 Terabyte da drauf waren. Aber der Gedanke macht mich ganz glücklich, das Ding als Sicherheitskopie benutzen zu können. So, was haben wir jetzt noch vergessen? Ach ja, zu den Anwendungen kurz. Was haben wir da jetzt neu drauf? Man kann mit dem Ding auch fürchterliche Spiele spielen. Ganz fürchterliche Sachen. Ach, ja. Wie schieße ich jetzt? Keine Ahnung. Das ist nichts für mich. Aber damit man mal sehen kann, auch mit so einem etwas älteren Prozessor und ich glaube, das wäre unter Windows so gut nicht mehr gegangen. Aber da gehen wir jetzt schon wieder raus. Quit. Yes, quit. Dann, das muss ich demnächst noch testen, das habe ich hier noch nicht viel ausprobiert hier, die Anwendung Wine. Das ist so eine Art Windows-Emulator. Ups, 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 ups. Und wenn man das hier aufdrückt, die Konfiguration. Fenster kann man erkennen, ist schon sehr an Windows angelehnt. Machen wir wieder zu. Und was ich mit dem Gerät dann auch noch machen wollte und will, ist Videos gucken, DVDs und Musik hören natürlich auch. Dazu habe ich hier noch so ein uraltes
externes Samsung DVD, CD, Les- und Brennerlaufwerk. War ursprünglich mal für ein Windows-Netbook gedacht. Hat auch funktioniert soweit. Was ich jetzt nicht vorführe, das ist mir auch schon bei einem anderen Rechner passiert, wenn ich das Ding hier über eine normale USB-Schnittstelle anschließe. Ja, er erkennt das dann zwar, aber vorweggenommen, der Strom ist so gering, reicht nicht aus, um das Ding dann damit zu betreiben. Aber mit einem Adapterkabel über ein USB 3.0, das funktioniert. Mache ich jetzt mal rein, kleinen Moment. Und um das zu demonstrieren, habe ich mir hier meinen Lieblingszeichentrickfilm rausgesucht, Wenn der Wind weht, When the Wind Blows, der Titelsong von David Bowie, das ist super gut. Der ist auf einer Seite lustig, auf der anderen Seite ist er unheimlich tragisch. Er handelt davon, von einem älteren Ehepaar, die irgendwo auf einem Dorf in Großbritannien wohnen. Und dann kommt es langsam im Kalten Krieg doch zum Ausbruch des Atomkrieges. Der Herr orientiert sich an den Vorgaben des britischen Staates und baut sein Haus mit Schutzräumen um. Die Dame versucht, Vorräte anzulegen. Dann kommt es wirklich zum Anfang des Atomkrieges und die beiden wissen überhaupt nicht, schrullig und liebenswert, wie sie sind, dass das ihren Tod bedeutet. Also zart beseitete Menschen haben hinterher Tränen in den Augen. Das ist eine Garantie von mir. Man sollte das Teil auch nicht alleine Kindern vorführen. Da sollte man dabei sein, um das erklären zu können. Aber nein, den konnte ich dann doch nicht nehmen. Die Auszüge, die ich hier draus ganz kurz gezeigt habe, das fand YouTube nicht gut. Also muss ich zu Filmmaterial greifen, wo nur ich und meine Eltern ein Copyright drauf haben. Ich habe hier noch alte Super 8 Filme, die habe ich seinerzeit auf eine Videokassette überspielt. Und von der Videokassette habe ich eine Kopie auf eine DVD gemacht. Ist also von der Qualität her weit weg von Gut und Böse, wenn man das mit heutigen Maßstäben sieht. Aber um das kurz zu demonstrieren. Wir haben immer in dem alten Video mit dem Asus Notebook Celluloid genommen, das Programm Celluloid, um DVD-Filme abzuspielen. Das hat aber den Nachteil, wie ich jetzt rausgefunden habe, oder bei dem anderen auch schon, da habe ich es aber nicht so eine hohe Wertigkeit erteilt. Das Ding fängt dann immer, jetzt muss er erstmal erkennen, ist eine gebrannte DVD, wird ein paar Sekündchen länger dauern. Ja, jetzt wollen wir den mal für Celluloid. Bop, 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 da ist Celluloid und abspielen. Und auch das Bild nochmal ein bisschen größer machen, so. Der fängt direkt an, beim ersten Videotrack abzuspielen. Ich habe also keine Möglichkeit, ich habe es auch nicht gefunden. Vielleicht habe ich es auch nicht begriffen, das zu suchen und irgendwo aus dem Menü mir die Titelliste von der DVD rauszupicken. Das ist mir, wie gesagt, ich habe es nicht hingekriegt. So, wo fliegen wir denn da hin? Keine Ahnung, tut ja jetzt auch nichts zur Sache. Also das Celluloid ist dafür, springen wir mal irgendwo nach hinten. Ja. Wunderbar. Keine Ahnung, wo das ist. Aber um auszuwählen, ich mach's wieder zu, da kann man dann besser, ich lasse die Auswahl nochmal starten, DVD raus. DVD rein. Hier, das Programm hier mit dem weißen Pfeil auf orangem Grund. Den VLC-Player, der dürfte eigentlich soweit bekannt sein. Den gibt es für Windows, den gibt es für Mac, den gibt es für Android, den gibt es für Klospülsysteme. Nein, dafür natürlich nicht.
Da, Moment, es kommt gleich wieder erst einmal die Auswahl. Welches Programm? Wunderbar, das ist das Auswahlfenster. Endlich. Und da lassen wir mit dem VLC Media Player starten. Ach, das Symbol dürfte wohl jedem bekannt sein. Ja, und da bekomme ich dann eine Auswahl. Ja. Mallorca 72, Krackelbach, da fehlt die Jahreszahl. Nochmal Krackelbach. Dann geht es weiter runter. Ferienspiele 74. Boah, was war das grauenvoll. Fangen wir da mal oben an. Habe ich gemacht. Ja, am 6.4. oder am 4.6.2006. Ach, wollen wir da einfach mal hier. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier auswählen. Ja, wunderbar. Abgefilmt von einem Super 8 Film. Ja, das wäre so ein großer und ganz normaler. Bei diesem Teil, wenn wir schon ganz kritisch sind, drei Sachen, die mir trotz des tollen Gehäuses nicht gefallen. Die Tastatur. Ist laut und fühlt sich mittelmäßig an. Des Weiteren, jetzt ist hier voller Festbeleuchtung. Wenn es dunkel ist, dann kann man das nicht erkennen. Also eine Tastaturbeleuchtung wäre richtig hammerhart gewesen. Dann habe ich jetzt auch nicht hier rumliegen, das Netzteil. Das Netzteil wird relativ warm und ist irgendwie nicht ordentlich entstört. Oder wenn man einen Stecker an der Seite zieht, hat man hier so einen kleinen Funkenflug. Macht nichts kaputt, aber das hätte man mit einem zwischengeschalteten Kondensator oder ähnlichem hätte man besser machen können. So, jetzt für den anderen Punkt muss ich hier noch was raussuchen. Moment. Der Ton ist mehr als mittelmäßig. Ja, ich meine, der ist so schon schlecht bei dem Video. Aber nur ganz kurz. Ich mag Modern Talking nicht. Nein, ich mag sie nicht. Naja. Und auch hier bei dem Video, der Klang. Mehr Hochtöne als Presse. Abgelaufene Kleinbildfilme und einer steht hier noch vorne dran. Das ist auch mehr oder weniger jetzt noch der Demonstrationsfilm. Heute kommt Teil 2. Nämlich die ganzen vergessenen Sachen aus der Sound ist nicht so schön. Die vielleicht nicht ganz aber so wichtig sind, aber die man doch. Ich hab's auch geschafft, mir alle möglichen Bluetooth-Kopfhörer dort anzuschließen. Das klappt also auch ohne Probleme. Also damit mit den schlechten Lautsprechern kann man da schon leben. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, dass ein Linux-System, vorausgegangen mit dem Teil hier, mir die Windows-Computer irgendwann mal komplett ersetzen wird. So, das war's für jetzt, für heute. Machen wir Schluss hier. War ein angenehmes, kurzes Video. Ich sag mal, bis dann. Tschüss!